Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur Lernstunde. Heute mit Lektion Nummer 74, Springer gegen Läufer. Damit knüpfen wir an die letzten beiden Lektionen an, wo wir uns ja schon mal mit dem Thema beschäftigt haben. Ich gehe direkt mal in die Übersicht, damit wir das noch etwas genauer sehen können. Ihr seht, der Stuhl neben mir ist leider leer. Nico ist heute nicht mit dabei, aber ich versuche ihn würdig zu vertreten. Und er lässt euch natürlich ganz lieb grüßen. Die Arbeit bzw. das Studium ruft. Das sieht irgendwie so traurig aus. Das nächste Mal stelle ich den, glaube ich, weg. Aber so in Andenken an Nico haben wir hier diesen Stuhl noch stehen. Genau, also was werden wir heute machen? Springer gegen Läufer. Wir haben uns in der ersten Lektion zu dem Thema erstmal so allgemein mit dem Figurenverhältnis auseinandergesetzt und festgestellt, dass es gar nicht unbedingt immer eine Seite geben muss, die von diesem Ungleichgewicht profitiert. Also es gibt auch viele Stellungen, wo sich Springer gegen Läufer ungefähr die Waage hält, wo es rein objektiv betrachtet ausgeglichen ist, aber natürlich dadurch, dass es eben Ungleichgewicht ist, dann doch immer noch mehr abwechslungsreiche Stellungen entstehen, ein bisschen mehr Gewinn- bzw. auch Verlustpotenzial in der Stellung ist und es deswegen auch Sinn machen kann, so ein Ungleichgewicht herbeizuführen, auch wenn man jetzt nicht direkt von dem Abtausch profitiert. Dann in der letzten Woche haben wir uns damit auseinandergesetzt, welche Gegebenheiten da sein müssen, damit der Springer in der Stellung dominiert. Da haben wir uns angeschaut, dass der Springer vor allen Dingen in geschlossenen Stellungen gut ist, gerade auch wenn der Läufer hinter den eigenen Bauern eingesperrt ist und so weiter. Und heute werden wir jetzt mal anschauen, wie sich das Ganze verhält, wenn der Läufer im Vorteil ist. Genau, bevor ich weitermache, schaue ich mal kurz in den Chat und gucke, ob alles okay ist. Ob ihr mich hören und sehen könnt. Ja, heute leider ohne Gast. Ich habe Nico, glaube ich, gestern verkrault. Da war ich ein bisschen gemein zu ihm, aber ich habe mich schon entschuldigt. Und ich glaube, er nimmt es mir nicht böse. Genau. Scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Und dann gehen wir doch direkt mal in die Brettansicht und schauen, was wir heute Schachliches vorhaben. Also, in der Regel machen wir es ja so, dass wir eine Partie detailliert mit euch durchgehen. Und die dann ausführlich analysiert haben. Heute werden wir uns drei Beispiele anschauen und da jeweils nicht ganz so tief reingehen, beziehungsweise die auch nicht alle von Anfang bis Ende anschauen, sodass wir einfach da eine Vielzahl an unterschiedlichen Stellungen haben. Und ich hoffe, mit diesen drei Partien kann ich euch dann ganz gut verdeutlichen, was für Kriterien eine Rolle spielen bei Läufer gegen Springer, beziehungsweise was gegeben sein muss, damit der Läufer den Springer dominiert. Ja, ich war gestern ein bisschen mehr gemein als sonst. Darum soll es heute nicht gehen. Sondern wir schauen uns an, was wir Gemeines auf dem Brett machen können und fangen mal mit dieser Stellung hier an. Alle drei Partien, die wir uns heute anschauen, sind, ich nenne es mal Klassiker, das heißt schon etwas älter. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr aktuell sind. Und wir fangen mit der Stellung von Miles gegen Timman an. Ihr seht die weißen Steine und es ist auch weiß am Zug. Die Aufgabe ist, wie so oft, bitte erstmal so die Stellung einschätzen, mal zusammentragen, was sind hier für wichtige Merkmale und dann gerne auch einen Zug bzw. einen Plan für weiß vorschlagen.
Ja, Tristram hat schon die dritte Partie entdeckt, die hier zuerst eingeblendet war. Die kommt dann noch zum Schluss, die Partie. Okay, also ihr tragt schon fleißig zusammen. Ihr sagt, der Läufer auf B2 steht schlecht. Dann Weiß hat die halboffene Turmlinie. Ich vermute mal, damit ist die C-Linie gemeint. Hat Schwarz auch, ne, wenn man sich die D-Linie anschaut. CS01. Du sagst auf keinen Fall den Läufer auf H3 schlagen. Da frage ich einfach mal, warum denn nicht? Weil Knecht Ruprecht zum Beispiel schlägt genau das vor. TFP möchte auch den Springer nach C5 bringen. Okay, Flinsbacher schließt sich da an. B2 G8. Ich vermute, du meinst B2 H8. Trotzdem verstehe ich das Argument nicht so ganz. Also CS01, ach nee, CS01 hat zwar auch gesagt, er würde nicht auf H3 schlagen, aber Easy Rider sagt, dass nach dem Läufertausch auf H3 die Diagonale B2 G8 gefährlich ist. Erstens gefährlich für wen? Und zweitens, was hat das mit dem Läufertausch auf H3 zu tun? Da kann ich noch nicht ganz folgen. Wäre super, wenn du mich da nochmal aufklärst. Das ist ja auch ein interessanter Plan. Eili möchte den Läufer von B2, also es wurde jetzt schon mehrmals genannt, dass der schwach ist, möchte den gern umgruppieren und nach E3 bringen. Das finde ich interessant. Also generell natürlich sehr wichtig, dass ihr immer konkret schaut, welche Figuren stehen nicht so gut und wie kann man die gegebenenfalls zum Leben erwecken. Ich finde allerdings, dass der Läufer auf B2 gar nicht so schlecht ist. Also ihr habt natürlich recht. Der kann noch nicht optimal wirken, weil er hier von den gegnerischen Bauern kontrolliert wird. Aber er hat ja noch Potenzial. Erstens, wie ihr gesagt habt, über eine andere Diagonale. Und vielleicht auch, indem man das Zentrum mal öffnet. Deswegen glaube ich, ist Läufer C1 in dieser Stellung ein bisschen übertrieben, weil man dadurch ja auch Zeit verliert, Schwarz vielleicht irgendwie Springer D4 spielen kann und es geht einfach noch besser. Aber ihr habt auch schon die richtige Idee genannt, zumindest einige von euch. Und zwar ist das Springer C5. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal so uns das ins Gedächtnis rufen, was wir die letzten Lektionen auch gelernt haben. Denn Springer C5 geht ziemlich sicher mit einem Abtausch Springer gegen Läufer einher. Und da sollte man sich vorher natürlich überlegen, ob das ein sinnvoller Abtausch ist. Aber ich habe es ja jetzt schon vorweggenommen. In dieser Stellung ist es tatsächlich eine gute Option für Weiß, hier den Springer gegen Läufer zu tauschen, weil, und wir werden das gleich noch sehen, wenn wir jetzt die Variante weiter fortsetzen, weil die Stellung doch noch relativ offen ist, also gerade auch im Vergleich zu den Stellungen, die wir letzte Woche uns angeschaut haben, wo ja wirklich das komplette Zentrum dicht war und die Läufer gar kein Licht gesehen haben. Das ist hier nicht so. Und weil auch noch Spiel an beiden Flügeln ist, und auch der Läufer auf B2, auch wenn er aktuell noch nicht wirken kann, recht schnell und auch forciert zum Leben erweckt werden kann. Das sind alles wichtige Kriterien, aber die müsst ihr euch natürlich überlegen, bevor ihr diesen Abtausch einleitet. So, jetzt habe ich vor lauter Schreck hier nicht verfolgt, was ihr geschrieben habt.
Okay, D4 könnte interessant sein. Das sehe ich auch so. Dann habt ihr noch geschrieben. Ja, auch interessant, ob man auf H3 nehmen kann und dann D4 spielen kann. Knecht Ruprecht, du sagst, du schließt sich Deep Thought an. Ach, da. Ja, Lauf A3 mit dem Plan D4. Ja, im Prinzip schließe ich mich da auch an, aber TFP stellt hier die wichtige Frage, nämlich die Frage nach der Reihenfolge. Und da gebe ich ihm recht, denn ihr habt viele richtige Sachen und Pläne genannt, aber wichtig ist, dass man hier zuerst Springer C5 spielt, weil sonst hat man diese Möglichkeit nicht mehr, den Schwarzen zum Abtausch zu zwingen. Aber so, jetzt hängt der B7, die Dame hängt und der B7 kann auch nicht einfach gedeckt werden, weil die Dame dann überlastet ist und weiß hier den Bauern gewinnen würde. Deswegen bleibt Schwarz hier nichts anderes übrig, auf C5 zu schlagen. Und jetzt kommt ein weiterer Zug ins Spiel, den ihr auch schon gesagt habt und der hier auch wichtig ist. Also Läufer schlägt H3 als wichtiger, ich nenne es mal Zwischenzug, weil es einfach dazu führt, dass die Dame hier abseits steht. Ihr habt natürlich recht, man muss aufpassen immer in solchen Konstellationen, weil wenn wir uns jetzt hier einen Springer vorstellen, dann kann das schon sehr gefährlich werden. Dann droht Schwarz schon irgendwie Springer D4, den F3 ablenken und dann ist man mir nichts, dir nichts matt. Da muss man natürlich aufpassen mit der Dame auf H3. Aber hier sind die Springer noch so weit entfernt und das ist ja auch ein Kriterium, was wir schon gelernt haben, dass die Springer ja nicht so schnell auf den anderen Flügel überführt werden können, also Nachteil quasi von den Springern, sodass wir hier Dame H3 nicht zu befürchten haben. Deswegen als wichtiger Zwischenzug, um die Dame einfach abzulenken, nenne ich es jetzt mal. Wir können noch mal kurz schauen, wie das Ganze aussehen würde, wenn man direkt auf C5 wieder schlagen würde. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt kann Schwarz hier auf G2 nehmen, König schlägt G2 und hat jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Springer nach D5 zu gehen, wo er halt einfach aktiver steht als beispielsweise auf D7, wo er in einer anderen Variante hin muss. Wenn jetzt nämlich die Dame weg ist, dann kommen hier direkt Möglichkeiten mit Dame C4, mit Tempo fesselt den Springer und danach kann er mit E4 dann gefangen werden. Aber hier in dieser Option mit der Dame auf D7 ist das für Schwarz möglich. Und auch hier steht Weiß besser, aber von der Reihenfolge her ist es deswegen besser, die Dame erstmal nach H3 zu bringen. Und jetzt wäre die beste Fortsetzung gewesen, einfach auf C5 wiederzuschlagen. Jetzt muss der Springer nach D7 und jetzt kann man hier weiterspielen, indem man die Stellung für den Läufer öffnet. Genau, also ihr habt euch die Frage selber beantwortet. Sehr gut. Weiß hat hier aber noch einen Zwischenzug eingeschoben, der gar nicht mal so ratsam war. Er hat hier noch Dame B3 Schach gespielt, mit der Idee, dass nach König H8, BC5 nun ja, der Springer quasi gefesselt ist. Er muss natürlich trotzdem ziehen, weil er mehr wert ist als der Bauer, aber dann direkt der Bauer angegriffen ist. Allerdings ist es jetzt konkret so, dass Weiß den B7 gar nicht gut schlagen kann. Also wir können uns mal kurz anschauen, das kam nicht in der Partie. Aber Dame schlägt B7, kann beantwortet werden von Dame E6, einmal den Springer auf C6 decken. Und jetzt sind hier schon ganz unangenehme Sachen irgendwie in der Luft. Und Weiß kann zwar noch jetzt mit Läufer C3 fortsetzen und die Dame geht nicht direkt verloren, aber das ist auf jeden Fall keine vorteilhafte Stellung für Weiß, sondern ungefähr, ich sag mal, unklar, ungefähr im ausgeglichenen Bereich. Deswegen war dieser Dame B3 Einschub gar nicht mal so schlau, aber hat jetzt auch nicht groß was verdorben. Die Frage ist, ob der schwarze Läufer vor dem Nehmen auf H3 nicht Läufer schlägt F2. Das schaue ich mal kurz an.
Ah ja, okay. Ihr meint in dieser Stellung. Jetzt Läufer schlägt F2. Ich vermute, da kommt ihr selber drauf, aber sehr gute Frage. Wie kann Weiß hier fortsetzen nach Läufer schlägt F2? Sehr gut, dass ihr es gefragt habt. Aber Torjäger gibt direkt die Antwort und auch, heieiei, noch so ein schwierig auszusprechender Name. Ich nenne dich einfach mal VS. Also VS und Torjäger und auch Flinsbacher haben es beantwortet. Hier gibt es diesen ganz giftigen Zwischenzug, König G2. Das ist tatsächlich was, was man häufig mal in der Partie übersieht. Man rechnet dann nur König schlägt F2, Turm schlägt F2, dann überlegt man sich vielleicht noch, ob nach Dame schlägt H3, ob man dann hier am Damenflügel irgendwelche Möglichkeiten hat. Aber so einen giftigen König G2, der hier den Läufer auf H3 deckt, der ja die Dame angreift und trotzdem noch ja den Läufer auf F2 angreift, sodass, wenn die Dame zieht, dann auf F2 geschlagen werden kann. Das ist ganz schön gemein und giftig und so stellt man ganz gerne mal Figuren ein. Aber sehr gute Frage und sehr gute Antwort. Kommen wir zurück zur Partiestellung. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Einschub hier mit Dame B3 nicht ganz so glücklich war, aber trotzdem ist die Partiestellung auch hier ganz angenehm für Weiß. Frage ist natürlich, wie es jetzt weitergeht. Und ihr habt teilweise auch schon die richtige Antwort vorhin in der Stellung gegeben, als Plan. Ich stelle sie trotzdem nochmal hier, weil sich jetzt ja auch ein bisschen was geändert hat. Wir sind jetzt in der Stellung angekommen mit Läufer gegen Springer. Und weil wir das natürlich verinnerlichen wollen, wie man am besten dann auch mit dem Läufer spielt, stelle ich jetzt nochmal die Frage, wie geht es hier weiter für Weiß? Ja, das kenne ich auch, dass man irgendwann mal sich irgendeinen Accountnamen oder so ausdenkt und dann später vielleicht erst realisiert, dass das nicht die schlauste Entscheidung war. Aber ich hieß zum Beispiel früher bei Play Chess hieß ich irgendwie Chaos Queen, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat, weil wenn ich eins nicht bin, dann ist das chaotisch. Aber vielleicht, man will ja häufig das sein, was man nicht ist, und vielleicht resultierte das irgendwie daher. Ja, D4. Ihr habt es genannt. Ihr habt auch gesagt, Dame schlägt B7 geht nicht. Korrekt. Und D4 ist hier wirklich eine gute Möglichkeit, um diesen Läufer, den ihr ja vorhin schon bemängelt habt in der Stellung, zum Leben zu erwecken. Und das kann man gut realisieren, indem man hier die Stellung öffnet. Und ja, jetzt droht tatsächlich dann auch irgendwann Dame schlägt B7. Deswegen kam hier Turm AB8 von Schwarz. Wenn er auf D4 geschlagen hätte, hätte das nicht so viel am Verlauf geändert. Ich überlege gerade, ob man dann vielleicht direkt schon auf B7 schlagen kann. Oder ob man einfach, nee, ich vermute, dann ist tatsächlich Dame schlägt B7 gut, weil wenn Schwarz jetzt Dame E6 spielt, wie es ja nach direkten Dame schlägt B7 gut gewesen wäre, hat man jetzt hier Springer schlägt D4 mit Tempo und danach kommt die Dame hier gut zurück. Man hat die Stellung etwas geöffnet und Bauern gewonnen nebenbei. Das ist quasi der Hintergedanke auch von dieser Variante gewesen. Deswegen kam in der Partie Turm B8. TFP fragt sich, ob wir die schwarzen Springer jetzt nicht einladen, über E5 nach G4 zu hüpfen. Ja, das schauen wir uns direkt mal konkret an, denn mit D schlägt E bringt man ja direkt einen schwarzen Springer nach E5 und nach Springer
Springer E5 hätte Schwarz ja theoretisch auch mit dem Springer auf E5 schlagen können. Mit Ideen nach G4 zu laufen. Vielleicht kann man einfach hier mit F3 fortsetzen und das einmal aus der Stellung nehmen. Könnte ich mir vorstellen. Und dann ist die Stellung hier nicht mehr so anfällig für die schwarzen Springer bzw. den einen verbliebenen. Und deswegen hat sich Schwarz vermutlich hier entschieden, eher versuchen auf der F-Linie Druck zu machen, vielleicht ein Feld für den Springer hier auf D4 zu erhalten und so Gegenspiel zu suchen. Auch macht das jetzt natürlich den Turm frei, sodass Schwarz hier die Pläne mit Turm F6, Turm H6 versuchen kann umzusetzen. Möglich wäre auch, wo ich es auch gerade gelesen habe, möglich wäre natürlich auch hier den Läufer zurückzugeben. Das würde zwar irgendwie unserem Thema widersprechen, aber das solltet ihr ja immer beim Tausch verinnerlichen. Wenn man dafür etwas bekommt, also wie hier die Bauernschwäche auf E5, dann sind solche Abtäusche natürlich auch gerechtfertigt, zumal Weiß hier immer noch die Initiative hat, auf der D-Linie spielen kann. Und das ist jetzt einfach eine andere Art von Vorteil. Hier ist nicht mehr, hat man nicht mehr den besseren Läufer gegen den schlechteren Springer, sondern hier profitiert man davon, dass die schwarze Bauernstellung schwächer ist als die weiße und dass die weißen Figuren aktiver sind als die schwarzen. Da hätte man einen Vorteil gegen einen anderen tauschen können. Genau, das wäre denn das Thema, kein Läufer gegen kein Springer. Auch interessant. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier das Chatfenster ein bisschen verrutscht, aber so ist, glaube ich, gut. Okay, also es kam F schlägt E5. Weiß besetzt hier erstmal die D-Linie mit dem Turm. Und nach Turm F6 muss Weiß sich jetzt natürlich dieser Drohung Turm H6 widmen. Denn wenn nichts kommt, kommt Turm H6 und dann hat man hier ein kleines Problem auf H2. Hier hat Weiß im Prinzip zwei Möglichkeiten dagegen vorzugehen. F3 oder aber auch F4. Ich denke, beide Züge halten sich ungefähr die Waage. F3 ist vielleicht etwas harmonischer, wenn man so möchte, weil E5 ja doch eine Schwäche auch darstellt und der Läufer hier diese Schwäche auch gut angreift, den schwarzen Springer an E5 bindet und man dann genüsslich Spiel mit den Schwerfiguren aufbauen kann. F4 ist aber auch prinzipiell in dieser Stellung, deswegen gefällt mir der auch ganz gut. Er öffnet nämlich weiterhin die Stellung und das ist ja auch das, was man mit dem Läufer machen soll. Nutzt hier ganz konkret noch die Fesselung des Bauern aus, was aber für Schwarz nicht weiter dramatisch ist, weil der weiße Bauer genauso gefesselt ist. Und Schwarz hier mit dem Turm auf F4 schlagen kann, wonach sich hier ein bisschen was abtauscht. So, Weiß hat damit jetzt einen Bauern gegeben. Allerdings hat er ziemlich schnell die Möglichkeit, den zurückzugewinnen und gleichzeitig auch noch Initiative zu erlangen. So, Arimin beehrt uns jetzt auch. Hallo. Torjäger stellt noch eine Frage und zwar, ob nach Turm F6, ich gehe nochmal kurz zurück, hier, Turm F6, ob da eventuell Läufer E5 ging. Nebst. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da
Das sieht irgendwie erstmal nicht so vielversprechend aus. Wenn ich jetzt wieder schlage, was möchtest du dann machen? Achso, nebst Dame B7 mit der Begründung, dass Schwarz jetzt nicht wegen Grundlinienmatt zurückschlagen kann. Aber ich könnte ja vielleicht sogar einfach mit dem Turm zurückgehen und wenn du den nimmst. Heieiei, dann wirst du jetzt, glaube ich, wirklich matt gesetzt hier mit Springer G4. Also das wäre ein Risiko, was ich nicht eingehen würde mit Weiß. Zumal auch selbst wenn das nicht matt ist. Klar, man hat drei Bauern für die Figur, aber davor hatte man eine vorteilhafte Stellung und hier ist jetzt wieder alles offen. Also ganz konkret steht Schwarz hier natürlich auf Gewinn, aber selbst wenn der Springer jetzt irgendwie woanders steht, hat er auf jeden Fall jetzt Gegenspiel. Man muss die Bauern erstmal mobilisieren und vor allen Dingen verliert man den C5 vermutlich auch. Also darauf würde ich mich nicht einlassen in der Partie. Die Frage war denn noch, was statt Turm schlägt F4 hier auf Turm H6 kommt. Die Idee von diesem ganzen Manöver, also F4, war es, das Feld F2 für den Turm freizuräumen, sodass man jetzt Turm F2 spielen kann. Natürlich kann Schwarz jetzt hier wieder auf F4 schlagen, aber jetzt geht es ähnlich wie in der Partie weiter, nur noch etwas besser für Weiß. Deswegen ist das keine Option für Schwarz und er sollte schon hier mit dem Turm schlagen. Okay, schauen wir uns mal an, wie es weiterging. Wir haben ja heute noch ein bisschen Programm vor uns. Also E schlägt F4 und jetzt kann Weiß natürlich nicht wieder nehmen, weil hier die Dame weg ist. Stattdessen hat Weiß hier aber die starke Möglichkeit, Dame F7 zu spielen. Und jetzt zeigt sich auch so richtig die Stärke des Läufers. Der hat hier nämlich uneingeschränkte Wirkung und vor allen Dingen auch noch ein Angriffsziel. Das ist auch immer sehr vorteilhaft, wenn der Läufer nicht ins Leere schaut, sondern eben auch noch ein Ziel vor Augen hat. Jetzt unterstützt durch die Dame, die auch zeitgleich noch den F4 angreift. Und ja, Schwarz hat nicht so viele Möglichkeiten. Turm G8, man muss den G7 natürlich decken. Und jetzt hat mir sehr gut gefallen, wie Weiß das hier weitergespielt hat. Statt jetzt mit Dame schlägt F4 fortzusetzen, hat er Turm F1 gespielt, mit der Idee, den Bauern mit dem Turm zu schlagen, somit die Dame hier auf diesem wunderschönen Feld stehen zu lassen, wo sie nicht nur selber sehr aktiv ist, sondern auch verhindert, dass die schwarze Dame wieder zurück zur Verteidigung kommen kann. Und als nächstes wird Weiß dann mit dem Turm auf F4 schlagen. Gegen Turm D7 spricht vielleicht auch nichts. Ich denke, der ist auch möglich. Wichtig ist halt, dass man F schlägt G3 verhindert. Das ist aber mit Turm D7 auch gegeben. Ich vermute, jetzt muss Schwarz irgendwie den Bauern nochmal mit Dame G4 decken. Allerdings, was mir an Turm D7 weniger gut gefällt als an Turm F1, ist, dass man jetzt hier wieder das Problem auf G3 hat, weil die Damen tauschen möchte man nicht unbedingt. Beziehungsweise muss dann Schwarz vielleicht auch gar nicht rausnehmen, sondern kann auf E2 nehmen. Ich glaube, jetzt muss man König F2 spielen, wonach Weiß auch auf jeden Fall sehr, sehr gut steht. Aber König F2 muss man dann auch erstmal finden. Aber ich gebe dir recht, Turm D7 ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Ja, in der Partie kam Turm F1 und hier geht eben F schlägt G3 nicht wegen, ich denke, ihr seht das alle ganz schnell, diesem wunderschönen Matt. Deswegen auch hier Dame G4 von Schwarz, um einmal noch den Punkt G7 zu decken und dann auch nach Turm schlägt F4 hier die Dame wieder ein Stück weit zurück im eigenen Lager zu haben.
Aber jetzt spielt sich's halt aus weißer Sicht wie von alleine. Also wir können noch mal kurz zusammenfassen. Weiß hat diesen wunderschönen Läufer. Schwarz hat die Schwäche auf G7, wo die er mit eigentlich allen Figuren decken muss, nämlich mit Turm und Dame und König. Und hat diesen Springer auf C6, der vielleicht nicht per se schlecht ist, weil er ja auf einem normalen Feld steht und theoretisch auch Optionen hat. Aber wenn man praktisch schaut, dann ist dieser Springer hier ganz schön dominiert von dem Läufer, weil er nirgendwo vernünftig hin kann. Und somit keine Bereicherung für die schwarze Stellung ist in dem Moment. Schwarz hat sich deswegen dazu entschieden, auf Bauernraub zu gehen und hier Dame schlägt C5 zu spielen. Aber Turm E4 ist hier ein sehr, sehr starker Zug, geht auf die offene Linie und droht sehr unangenehm Turm E8. Alles in Kombination mit diesem Läufer, der wie gesagt den G7 anvisiert. Deswegen Dame F8, um versuchen, sich Erleichterung zu verschaffen. Aber Weiß tut dem Schwarzen hier nicht den Gefallen und tauscht die Damen. Er hätte jetzt zum Beispiel auch einfach auf C7 nehmen können. Das wäre auch sehr, sehr stark gewesen. Hat aber Dame H5 gespielt, was sicherlich auch vernünftig ist. Ihr erinnert euch an die Lektion zum Angriff auf der H-Linie. Ist ja auch noch nicht so lange her. Und da gab es hier ja auch Motive mit Dame schlägt H7 oder Turm H4. Und sehr, sehr unangenehm für Schwarz. Deswegen hat er versucht, hier den Springer noch schnell rüberzubringen. Wenn wir uns vorstellen, dass der vielleicht dann nach F5 kommt und den G7 noch decken kann und das Ganze irgendwie etwas Druck aus der Stellung nimmt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm, weil dann hat Schwarz einen Bauern mehr, hat ja auch die Bauern Majorität am Königsflügel. Aber so weit kommt es nicht. Denn Dame H4 nach E7. Aha. Okay, Chris, ich versuche gerade zu verstehen. Moment. Also nach Dame E7. Ich muss jetzt erstmal finden, was du meinst, weil die schwarze Dame, oder meinst du die weiße Dame? Ich finde es leider gerade nicht, was du genau meinst. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Okay, also Springer E7. Weiß lässt den Schwarzen aber nicht mit dem Springer rüberkommen, denn jetzt hat Schwarz eigentlich keine Optionen mit dem Springer vernünftig zu ziehen und er hängt. Das heißt, die Partie ging jetzt hier auch sehr, sehr schnell zu Ende. Ihr könnt mir sagen, wie. Es kam Springer G6 in der Partie. Und ja, Trabischu oder Trabischu. Du hast natürlich recht, Timman ist eine Schachlegende. Das kann man wirklich so sagen. Er hat sehr, sehr viele grandiose Partien gespielt, aber eben auch ein paar nicht so grandiose Partien wie die, die wir gerade gesehen haben. Das gehört, denke ich, zu der richtigen Karriere eines Schachmeisters auch dazu. Und ihr habt es natürlich direkt gesehen. Dame schlägt G6. Ihr habt aufgepasst in der Lektion. Angriff auf der H-Linie. Dame schlägt G6 nebst Turm H4 matt, beziehungsweise so weit kam es gar nicht, denn Schwarz hat hier aufgegeben. Ja, sicherlich nicht die beste Partie von Timman, aber eine für uns doch lehrreiche Partie, denn wir haben gesehen, wie stark so ein Läufer sein kann und vor allen Dingen, wie weit seine Wirkkraft reicht. Denn im Gegensatz zu dem Springer, ich überlege gerade, zu welcher sinnvollen Stellung ich zurückhüpfe. Vielleicht mal hier. Denn im Gegensatz zu dem Springer, der ja
jetzt rein optisch gesehen nicht viel weiter abseits ist als der Läufer oder eigentlich sogar näher dran am Königsflügel, hat der natürlich von C6 aus überhaupt keine Wirkung Richtung Königsflügel. Das dauert lange, bis er dann letztendlich mal irgendwie rüberkommt. Und selbst das ist nicht problemlos möglich, weil die Felder bzw. der Weg versperrt sind. Wohingegen der Läufer steht hier genüsslich auf B2 in Sicherheit, abseits vom Geschehen, aber trotzdem mittendrin. Denn er hat eben so eine starke Wirkung auch von weit weg und bindet die schwarzen Figuren an den Punkt G7. Genau, das als Verdeutlichung, wie stark der Läufer aus der Entfernung sein kann, wenn er denn eine offene Diagonale zur Verfügung hat. Oh, das ist ungünstig, dass sich der Stream laufend neu startet. Ich hoffe, das ist nicht bei allen der Fall. Nico meinte immer, dass das am Browser liegen könnte. Falls du den mal wechseln würdest, könnte das Abhilfe schaffen. Zumindest hatten wir das schon mal und das hat dann tatsächlich geholfen. Ich hoffe, beim Rest ist es okay. Gut, dann gehen wir doch direkt in die nächste Partie, beziehungsweise in die nächste Stellung. Auch hier wieder ein Klassiker und auch hier wieder nicht von Anfang an, sondern wir starten etwas später in die Stellung, genau genommen im 28. Zug. Und auch hier ist wieder Weiß am Zug, gleiches Spiel wie eben. Bitte schaut euch mal die Stellung an, versucht die wesentlichen Merkmale herauszufiltern, das hat ja gerade auch schon super geklappt. Und dann gerne wieder mit einem Zugvorschlag für Weiß. Ach, und ihr seid wieder sehr schnell unterwegs. Ja, also Springer E6 ist der Vorschlag, der natürlich auch zum Thema passt, sehr gut kombiniert. Und mit der Idee, den Springer hier gegen den Läufer zu tauschen. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Begründung, warum das die richtige Entscheidung ist. Aber das liefert TFP. Denn insbesondere die weißen Felder sind im schwarzen Lager dann sehr schwach und das kann gut von dem weißen Läufer ausgenutzt werden. Und wie, das schauen wir uns direkt mal an. Ihr seid so gute Kombinierer. Die Lektion heißt ja nicht Springer gegen Springer. Ja. In der Partie habt ihr das natürlich nicht, dass euch jemand vorflüstert, welches Thema ihr jetzt produzieren müsst. Aber ich denke, ihr wärt auch so drauf gekommen. Tatsächlich ertappe ich mich häufiger jetzt dabei, dass ich während der Partie schon überlege, für welches Lernstundenthema diese Partie eventuell geeignet wäre. Ist eigentlich ein bisschen gruselig, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich es denn zumindest schaffe, auch die entsprechenden Lehrsätze immer gleich anzuwenden. Okay. Also ihr habt natürlich recht, Springer E6 kam in der Partie, muss auch genommen werden, weil der Doppelangriff hier dann doch sehr unangenehm ist. Also Läufer schlägt E6, Läufer schlägt E6 und König H8. Und ihr habt es schon gesagt, in dieser Stellung ist auch der Läufer besser als der Springer. Ich mal das jetzt einfach mal so plakativ hier farblich ein, obwohl der Springer auch hier wieder nicht per se schlecht ist. Ne? Er kann sich bewegen, er steht jetzt nicht irgendwie, wo würde er denn schlecht stehen? Gibt hier gar nicht so ein richtiges Feld, wo er wirklich richtig schlecht steht. Gut, A8 wäre jetzt natürlich nicht besonders positiv, aber selbst da könnte er potenziell wieder rauskommen. Aber er kann sich hier nicht so entfalten, seine Wirkung nicht optimal ausnutzen.
weil ihm die Felder fehlen. Er hat keine wichtigen Vorpostenfelder. Das ist ja auch ein wichtiges Merkmal einer Stellung, die für Springer geeignet ist. Hat er nicht, außer vielleicht D5. Ja, wohingegen der Läufer natürlich hier beide Diagonalen zur Verfügung hat. Und insbesondere auch die Felder hier beim König super damit kontrollieren kann, was natürlich immer noch mal stärker ist, wenn Schwarz keinen entsprechenden Gegenläufer hat, ne? Also keinen weißfeldrigen Läufer hier in dieser Stellung. Easy. Ja. Da habe ich aber auch schon sehr viel Lehrmaterial zu produziert. Seid ihr darin gewiss, da bist du nicht alleine. Ja, Knecht Ruprecht nennt den Optimalplan für Schwarz. Und das wäre natürlich traumhaft, wenn es Schwarz schafft, den Springer hier nach D4 zu bringen. Und jetzt habe ich leider keine zweite Maus, aber stellt euch vor, dass ich den Bauern jetzt noch nach C5 ziehe. Das wäre natürlich super, wenn Schwarz das schaffen würde. Auch dann, glaube ich, ist der Läufer noch besser in der Stellung, weil er dadurch ja nicht dominiert wird. Er kann sich ja dann einfach auf ein anderes Feld stellen und hat trotzdem noch die weißen Felder unter Kontrolle. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr große Verbesserung für Schwarz, insbesondere weil dann hier auch mal so Stänkereien drohen mit Springer F3, Springer E2. Und ihr wisst ja, dass die Dame und der Springer ganz gut miteinander harmonieren. Deswegen wäre das auf jeden Fall super, wenn Schwarz das schaffen könnte, aber das dauert natürlich. Und Weiß wird auch nicht untätig zuschauen. Als erstes vertreibt er erstmal die Dame hier von dem aktiven Feld mit Tempo, Turm E5. Und hoch, jetzt bin ich wieder zurückgesprungen, Turm E5, Dame F6. Und jetzt ist die Fesselung hier etwas unangenehm, deswegen jetzt Dame E3 hinterher. Und jetzt können wir ja einfach mal schauen, ob Schwarz die Zeit hätte, dieses Wunschdenken Wirklichkeit werden zu lassen. Angenommen, Schwarz spielt jetzt Springer B5 mit der Idee, hier nach D4 zu hüpfen und dann C5 zu spielen, wobei C5 ja aktuell schon schwieriger umzusetzen ist. Aber hier in dieser Stellung hat Schwarz auch wieder mit den Diagonalen zu kämpfen. Wenn wir jetzt beispielsweise mal den Läufer wegziehen, drohen wir ja hier schon gemeine Sachen mit Turm E8. Wenn jetzt Springer D4 kommt, dann ist es auch direkt soweit. Und man fliegt hier direkt auf den weißen Feldern auseinander. Also schlagen geht gar nicht, weil nach Dame E8, Läufer G8 ist es in absehbarer Zeit matt. Das heißt, wenn, dann müsste Schwarz direkt König H7 spielen. Und auch hier sieht es nicht so aus, als ob er lange überlebt. Vermute irgendwie Dame G3 oder so. Und das kann nicht gut gehen, zumal der Turm auf D8 ja dann auch irgendwie hängt. Also von der Idee her auf jeden Fall ein guter Plan, aber für die Umsetzung fehlt die Zeit. Deswegen kam hier in der Partie Turm F8, um die Dame hier an den F2 zu binden. Aber auch hier ist Läufer B3 ganz stark mit der Idee, einmal die E-Linie freiräumen. Es drohen jetzt auch immer mal hier Sachen Turm E6 mit Doppelangriff. Turm E8 ist natürlich auch immer eine Option. Und was auch noch möglich ist, ist den Läufer hier umzuswitchen auf diese Diagonale, gerade in Kombination mit der Dame, dann kann das sehr unangenehm für Schwarz werden. Springer B5 kam in der Partie, vermutlich weiterhin mit dem Wunschtraum hier nach D4 zu hüpfen oder vielleicht auch nach D5 oder vielleicht auch einfach nur, um aus dieser Drohung hier mit Turm E6 rauszugehen. Fakt ist aber, dass sich der Springer so noch viel weiter vom Geschehen entfernt.
Und auch hier gilt natürlich wieder, der Springer kommt nicht so schnell wie der Läufer wieder auf die andere Brettseite. Und jetzt hat Weiß alle Zeit der Welt, oder zumindest sehr viel Zeit, um den Angriff noch weiter zu verstärken. Es kam erstmal Turm E6, befragt die Dame, wo es hingehen soll. Und das ist gar nicht so einfach, denn auf B2 beispielsweise kann man nicht schlagen. Ihr seht, es bestimmt direkt. Hier ist Turm schlägt H6 tödlich. Wieder Angriff auf der H-Linie. Ihr merkt, es kommt alles wieder. Und auch andere Züge, zum Beispiel Dame G5 funktionieren nicht. Dann hat man wieder Turm E8. Dann müsste Schwarz schon wieder nach F6 zurückgehen. Dann hat Weiß aber einfach nur Zeit gewonnen und kann dann beispielsweise mit Läufer C2 fortsetzen. Also es ist alles nicht einfach. In der Partie kam Dame H4 und hier hat sich Weiß nochmal G3 gegönnt. Wäre nicht nötig gewesen, verdirbt aber auch nichts. Denn nach Dame schlägt H3 ist die Dame jetzt noch weiter entfernt. Und es kam Dame E5, wobei hier jetzt auch immer schon mehrere Züge gewinnen. Tatsächlich ist das schon eine Gewinnstellung für Weiß. Auch wenn Weiß einen Bauern weniger hat, aber diese Figuren spielen einfach so stark miteinander zusammen und die schwarze Stellung ist so schwach, nicht nur die weißen Felder, wie ich es ja gerade schon eingezeichnet hatte, sondern eben jetzt auch die Bauern, die durch Fesselungen hier, oh, das ist ein wunderschönes Gemälde, habe ich das Gefühl, bedroht sind. Und die Grundreihe natürlich auch, aber das erspare ich mir, das jetzt mal einzuzeichnen. Aber was hier auf jeden Fall auch noch ein Problem ist und wo man wieder hier den Nachteil vom Springer auch in der Stellung sieht, der hat keine Felder. Und wenn Weiß nochmal dran wäre, würde einfach A4 kommen und der Springer wäre weg. Also auch das zeigt hier nochmal, wie schwierig es der Springer in dieser Stellung hat, ohne solche Vorpostenfelder und so dominierend, wie die weißen Figuren hier sind. Ja, ihr sagt es, es droht unglaublich viel und deswegen kollabiert hier auch die schwarze Stellung im nächsten Zug. A5 kam noch, um hier dem Springer ein Rückzugsfeld zu gönnen, aber Weiß verzichtet jetzt auch darauf, mit A4 irgendwie hier den Damenflügel abzuräumen, sondern setzt mit Turm E8 fort, was Schwarz dann auch dazu bewogen hat, diese Stellung aufzugeben. Der Turm ist nicht zu decken, also Dame F5 scheitert an Dame schlägt F5. Das heißt, Schwarz müsste hier auf E8 schlagen und hier sehen wir nochmal die Gefährlichkeit des weißfeldrigen Läufers auf diesen weißen Feldern. Ich meine, Weiß hat nicht mehr viele Figuren, nur noch zwei Figuren zum Angriff, auch noch einen Bauern weniger. Aber diese zwei Figuren reichen hier einfach, weil es keinen Gegenpart im schwarzen Lager gibt und der Springer so weit entfernt ist, dass Schwarz in der Angriffsführung hier mit Figur weniger spielt. Okay. Also das, denke ich, ist eindeutig, dass das hier schnell zu matt führt und deswegen nach Turm E8 die Aufgabe hier von Schwarz. Ja, was haben wir in dieser Partie gesehen? Es war wieder ähnlich wie die letzte Partie, so vom Grundaufbau her, dass der Läufer von der anderen Seite des Brettes auf den Königsflügel geschielt hat und dort großes Unheil angerichtet hat. Was aber ein Unterschied war zur vorherigen Partie war, dass gerade eben hatten wir gesehen, dass der Läufer aus der Ferne einen Bauern angegriffen hat. Also der Läufer stand auf B2 und hat den G7 angegriffen, alle Figuren dort gebunden und dann in Kombination mit den eigenen Figuren dort einen durchschlagenden Angriff initiiert. Hier ist es etwas anders. Hier greift der Läufer direkt nichts an. Aber durch diese Schwächung der Felder ist es auch verheerend und auch sehr, sehr schwierig für Schwarz,
zu verteidigen, beziehungsweise hier sogar unmöglich. So, ihr habt noch Fragen? TFP fragt, Stellung nach Läufer E6. Ach nee, nicht dieses Läufer E6, so weit vorne haben wir gar nicht angefangen. Dieses Läufer E6 hier von Weiß. Ach nee, das ist Schach. Meinst du vielleicht in dieser Stellung Turm E8? Oder Springer E8? Okay. Also du meinst in dieser Stellung Turm E8? Ja, das ist eine gute Idee, weil jetzt auch Sachen wie Springer C4 vermutlich sogar oder auch Springer F7 drohen. Dadurch, dass der Läufer gefesselt ist und Weiß sich hier auch gar nicht so einfach entknoten kann. Aber Weiß kann hier mit F4 fortsetzen, deckt den Turm und falls Schwarz nun Springer F7 spielen sollte, Springer C4 kann man jetzt einfach schlagen, aber Springer F7 ist natürlich eine Option, kann Weiß hier wieder in ein deutlich besseres Endspiel abwickeln, indem er schlägt, jetzt quasi den einen Vorteil abgibt gegen den anderen Vorteil, denn Schwarz muss natürlich jetzt hier auf E5 zwischenschlagen, sonst hängt der Turm auf E8. Und jetzt kann man mit dem F-Bauern schlagen und hat hier ein Endspiel, was ganz, 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 ganz schwierig zu halten ist für Schwarz. Also es ist ein Damen-Endspiel, was natürlich tendenziell eine hohe Remisbreite hat, aber immer mit so einem Freibauern, das ist ganz schwierig für die verteidigende Seite, denn man muss immer so genau spielen, dass Weiß diesen Bauern nicht nach vorne bekommt, was meistens aber gar nicht so schwierig ist, weil man ja genügend Einbruchsfelder in der Regel hat und sich dann, ich spiele mal noch kurz einen Zug, in der Regel immer recht einfach hier nach vorne arbeiten kann. Natürlich geht das meist nicht direkt, weil dann irgendwie das Bauernendspiel vielleicht verloren ist, wenn Schwarz noch den G-Bauern zieht oder so. Aber immer diese Drohung zu haben, diesen Bauern nach vorne zu bringen. Die Dame ist hier gebunden, sobald sie zieht, geht der Bauer nach vorne. Und man kann in der Regel mit Weiß sich erstmal so perfekt hinstellen, um anschließend dann vielleicht sogar diesen Bauern zu opfern und dafür mehrere hier zu bekommen. Also das ist in der Praxis super schwierig zu spielen. Ich gebe dir aber recht, das wäre vielleicht noch eine bessere Chance als die Partiefortsetzung gewesen. Ja, wie du sagst, das könnte man auf jeden Fall probieren. Andere Idee war Springer E8 F6. Ich gucke mal kurz, wo man das schauen kann. Ja, Weiß hat ja hier direkt mit Tempo agiert. Das heißt, König H8 ist ja Pflicht, das war Schach. Und jetzt hat Weiß ja direkt hier Stress gemacht mit Turm E5. Das heißt, man hat ja gar keine Zeit für Springer E8. Vielleicht kann man mit der Dame irgendwie woanders hingehen oder dann später, wenn ich noch mal ein paar Züge weitermache. Aber ich glaube, man hat einfach diese Zeit nicht für die Umgruppierung, weil auch hier wieder gleiches Thema, der Springer braucht einfach immer ein paar Züge länger als der Läufer, um von A nach B zu kommen. Dame F4. Ist sicherlich eine Idee, um nicht matt zu werden. Ich denke, Vorteil hat Weiß ja aber auf jeden Fall auch, weil auch im Endspiel ist der Läufer hier dem Springer überlegen, eben wegen diesen zwei Bauerninseln, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn wir jetzt nur noch einen Flügel hätten, wäre das Ganze einfacher für den Springer, aber so ist die Kombination, selbst wenn sich die Damen tauschen, Turm und Läufer gegen Turm und Springer, auf jeden Fall vorteilhaft. Aber es gibt natürlich Wege, besser zu spielen, als Schwarz es getan hat, ohne Frage.
Ich denke, es ist aber schwierig, hier in so einer offenen Stellung gegen den Läufer anzukommen. Hochspringer C4 sieht ganz schön gewagt aus. Wahrscheinlich kann ich einfach auf F4 schlagen und dann auf B7 schlagen. Also ich glaube, da hast du nicht viel Freude mit. Ja, aber ihr habt recht, ihr habt hier besser verteidigt als Portisch in der Stellung. Das spreche ich euch auf jeden Fall zu. Schauen wir uns noch die letzte Partie an. Hier werde ich die ersten Züge zeigen, aber recht schnell. Allerdings resultiert hier die Stellung, um die es dann geht, schon relativ konkret aus einer Eröffnungsidee. Deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Okay, auch wieder ein Klassiker. Nimzowitsch gegen Capablanca. Nimzowitsch kennen die ein oder anderen von euch vielleicht auch durch sein Buch. Nimzowitsch hat Mein System geschrieben. Ein Buch, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Ich denke, dass nicht alles noch ganz dem modernen Schach entspricht, was er gesagt hat, aber da lernt man auf jeden Fall sehr, sehr viele Grundgedanken übers Schach, ganz viele strategische Weisheiten. Also das ist, würde ich fast sagen, eine Pflichtlektüre für jeden Schachspieler. Deswegen würde ich da an eurer Stelle auf jeden Fall mal reingucken. Und Capablanca, damals ein aufstrebender, junger, sehr gefährlicher Spieler. Und dementsprechend eins mit, ich glaube, es heißt Steinitzverteidigung. Eine sehr spannende Partie. Okay, es ging, die hier durch diese Züge eingeleitet wird und hier mit Läufer schlägt C6 fortgesetzt wird. Die Idee von Läufer schlägt C6 ist, ihr habt ja gelernt, Läuferpaar nicht ohne Grund aufgeben. Das hier ist so ein Fall. Jetzt gibt man einfach den Läufer gegen den Springer auf C6 auf. Die Idee dahinter ist, dass man nun Druck gegen den E5 aufbaut und Schwarz quasi gezwungen ist, diesen Zentrumsbauern aufzugeben, also abzutauschen. Das heißt, Schwarz kann ihn nicht mehr vernünftig decken, deswegen hier E schlägt D4 und jetzt kommt Springer schlägt D4, was auch direkt jetzt wieder den Läufer angreift und ja, somit Raum im Zentrum gewonnen hat als Argument dafür, dass man das Läuferpaar aufgegeben hat. In der Partie kam jetzt G6. Das ist, wenn man jetzt sich so die aktuellen Partien anschaut, nicht der Hauptzug. In der Regel wird Schwarz hier das Läuferpaar behalten wollen und Läufer D7 spielen. Aber uns geht es hier nicht um Eröffnungstheorie. G6 war damals auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Er lädt nämlich Weiß dazu ein, einen Bauern zu gewinnen. Was Nimzowitsch hier auch angenommen hat, diese Einladung. Er hat erstmal auf C6 geschlagen, um sich das Läuferpaar, na, ich wollte gerade sagen, wiederzuholen. Das ist ja Quatsch. Das bekommt man nicht wieder, aber zumindest dem Gegner auch das Läuferpaar zu nehmen, wenn man selber schon keins mehr hat. Aber ich muss jetzt noch mal kurz auf. Ach so, CFP sagt, dass G6 auch seine Idee war, weil Springer F5 sonst vielleicht böse sein könnte. Aber ich glaube, nach Springer F5 kann man immer noch G6 spielen, oder? Oder täusche ich mich da? Also ich denke, die Hauptidee von G6 ist auf jeden Fall, den Läufer hier zu fianchettieren, wo der natürlich unglaublich stark steht. Das werden wir gleich nochmal näher beleuchten. Erstmal kurz hier die Fortsetzung. Und jetzt ist Dame A6 eine Möglichkeit, um direkt einen Bauern zu gewinnen.
Das hat Capablanca sicher nicht gesehen in der Partie, vielleicht sogar auch vorbereitet, wobei das damals mit der Vorbereitung ja noch nicht so war wie heute. Aber vielleicht eine Idee, die er auch im Vorhinein schon analysiert hat. Also Dame A6 greift den C6 an, ganz klar. Und der kann nicht nach vorne ziehen. Das würde dann nämlich sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Dame C6. Jetzt hängt der Turm auf A8, sollte Schwarz hier irgendwie die Dame dazwischen ziehen. Deswegen kommt der Springer dazwischen. Jetzt hat man aber gleich hier das nächste Problem. Und also das geht auf jeden Fall nicht gut aus. Man schlägt jetzt hier Springer D5 ganz, 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 ganz schwierig. Und der C7 hängt jetzt auch gleich. Also das ist schon eine Gewinnstellung hier für Weiß. Das kann Schwarz sich natürlich nicht erlauben. Deswegen in dieser Stellung Dame D7, um den Bauern so zu decken. Und jetzt kann Weiß aber mit Dame B7 hier den Turm auf A8 angreifen. Und dadurch, dass die Türme noch nicht verbunden werden können, also wenn Schwarz jetzt schon hier einen Zug weiter wäre, könnte er natürlich einfach rochieren und alles wäre schick. So muss er aber den Turm ziehen. Und jetzt hängt eben der Bauer auf A7. Weiter geht's mit Läufer G7, Rochade und Rochade. Und jetzt, nachdem wir hier die Eröffnungsphase überstanden haben, möchte ich nochmal mit euch hier gemeinsam in die Stellung reinschauen, gucken, was denn jetzt überhaupt passiert. Wieso hat Schwarz diesen Bauern gegeben? Wie ist die Stellung überhaupt einzuschätzen? Und ja, macht euch da mal bitte Gedanken drüber. Also Weiß ist am Zug, darum soll es ja aber gar nicht gehen, sondern einfach mal generell eine Stellungseinschätzung von euch. Ja, Tristram schlägt auch schon einen Zug vor. Tatsächlich, Dame A6 kam auch als nächstes in der Partie. Das ist die Partiefortsetzung und sicherlich ein vernünftiger Zug. Ach so, vielleicht, ich vermute, dass Dame A6 war auf vorhin Dame A6 bezogen, weil sonst wärst du, glaube ich, der Stellung voraus gewesen. Aber auch da war es natürlich richtig. GM, du hast natürlich recht, der Läufer auf G7 ist hier ganz besonders stark in der Stellung. Denn er ist zwar aktuell noch durch den eigenen Springer verstellt, aber das ist ja nichts für ewig und baut hier sehr, sehr starken Druck auf dieser Diagonale. TFP meint, es sieht okay für Weiß aus, wenn er es schafft, mit der Dame zurückzukommen, dann Läufer D2 zu spielen und sich da zu konsolidieren. Easy sagt, dass Schwarz Kompensation hat, insbesondere am Damenflügel mit Turm A8, Turm B8 und auch dem Läufer auf G7. Ja, bisher alles richtig, was ich gelesen habe. Das sieht wirklich gut aus. VS, auch sehr gute Einschätzung. Keiner hat sich bisher aber getraut, die Stellung einzuschätzen. Ich glaube, wer war es? TFP hat als einziger quasi eine Bewertung abgegeben. Okay für Weiß. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, ob du damit meinst, dass okay heißt, Weiß steht nicht schlechter oder okay heißt, Weiß steht besser. Das ist auch sehr schwierig einzuschätzen. Also vor allen Dingen damals, da die Partie ist ja wirklich schon ein paar Jahrzehnte her, hat man ja auch noch ein anderes Schachverständnis gehabt. Heutzutage kennt man ähnliche Stellungsbilder, zum Beispiel aus dem Wolga-Gambit, wo es natürlich jetzt von den konkreten Bauern her anders ausschaut. Aber auch da ist es so, dass Schwarz freiwillig einen Bauern opfert, sehr früh in der Partie, um dann A- und B-Linie zu bekommen. Und auch im Wolga-Gambit ist es so, dass
das eigentlich nie so ist, dass man direkt da irgendwas zurückbekommt und teilweise auch die Damen tauscht und immer noch einen Bauern weniger hat und es auch nicht unbedingt absehbar ist, wie man den wiederbekommt. Aber einfach durch diesen Druck, den man dann ausübt auf A- und B-Linie, auch in Kombination mit dem Läufer G7, im Wolga-Gambit hat man auch diesen starken, vierenschittierten Läufer, dass diese Kompensation einfach sehr, sehr langfristig ist. Und ich denke, so ist es auch hier in der Stellung. Objektiv kann man nicht sagen, dass hier eine Seite irgendwie besser steht, aber ich denke, so aus praktischer Sicht und auch aus heutiger Sicht, wo man solche Stellungen vielleicht schon eher kennt, auch die Ideen schon häufiger in der Praxis gesehen hat, da würde ich es doch schon einschätzen, dass es auf jeden Fall gut spielbar für Schwarz ist, diese Stellung hier. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee ist, die Capablanca damals gebracht hat. Ja, das ist natürlich ein sehr guter Grundsatz oder auf jeden Fall häufig auch wahr. Kompensation vergeht, Material besteht. Ja, korrekt, aber ich finde es tatsächlich einfacher meistens mit der Kompensation zu spielen, weil man sich es da meistens eher mal erlauben kann, eine kleine Ungenauigkeit einzustreuen, wohingegen, wenn man das Mehrmaterial hat, die ganze Zeit ganz, ganz, ganz vorsichtig sein muss. Ja, aber Easy, du hast natürlich recht, man kann es nicht 1:1 mit dem Wolga-Gambit vergleichen. Da gibt es tatsächlich noch ein paar Unterschiede, aber so von der Grundidee her gibt es schon Parallelen. Chess Jedi Knight, kompletter Ausgleich, wenn Weiß am Zug ist. Naja, also das würde vielleicht maximal der Computer sagen. Ich denke, in einer normalen Partie, ja, klar, kann die Stellung natürlich auch ausgeglichen sein, aber da wird sich noch viel tun in der Stellungsbewertung. Also, ich hatte es vorhin schon verraten, Dame A6 kommt. Ach ja, und ich gebe euch eigentlich in allen Punkten recht. Ich glaube, ihr habt das sehr gut zusammengefasst. Also, Weiß hat natürlich einen Bauern mehr. Das spricht erstmal für ihn. Der A-Bauer kann tendenziell, also es ist schon ein Freibauer, aber es kann tendenziell auch ein gefährlicher Freibauer werden. Schwarz hat einen Doppelbauern auf der C-Linie, wobei ich das hier nicht als Schwäche betrachten würde. Es kontrolliert ja auch einige Felder und ist schwer angreifbar. Und im Gegensatz oder im Gegenzug zu dem Minusbauern hat Schwarz hier einen sehr starken Läufer und die offenen bzw. halboffenen Linien, auf denen er spielen und Druck ausüben kann. Also ich glaube, es war kein Einsteller, aber wissen tut man es natürlich nie. Kann auch sein, dass er dann einfach das Beste aus der Situation gemacht hat. Das ist wie mit so Büchern von bekannten Autoren, die man dann im Deutschunterricht hat und wo man dann sehr viel interpretiert und man wird nie wissen, ob sich die Autoren dann genau das dabei gedacht haben oder ob sie einfach eine Geschichte schreiben wollten und wir uns jetzt Jahrhunderte später den Kopf darüber zerbrechen. Ähnlich ist es vielleicht auch mit Schachpartien, da weiß man auch nicht genau, was dahinter steckt, ob die Genialität aus Versehen passiert ist oder so gewollt war, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Opfer beabsichtigt war. Ja, genauso wie Magnus, der mit Figur weniger noch gewinnt. Ja, das war. Aber da hat er zugegeben, dass das nicht mit Absicht war. Ja, also ich würde hier tatsächlich auch nicht so viel auf die Engine-Bewertung geben. Zwar können die heutigen Engines schon ganz gut auch mit Kompensation umgehen und rechnen hier auch solche Sachen mit ein, aber in der Partie es ist viel wichtiger zu schauen, wie viel Potenzial die Stellung hat und wie einfach sie auch zu spielen ist. Und ich glaube,
von der Spielweise her ist es einfacher, hier für Schwarz vorzusetzen, weil man ganz klare Ziele hat und relativ einfach die Figuren verbessern kann, was für Weiß aus weißer Sicht nicht so einfach ist. Und das rechnet der Computer natürlich nicht ein, weil er sieht immer nur den besten Zug und den finden wir im Menschen aber nicht immer. Wo war denn das jetzt beim Tata-Stil, glaube ich, wo Magnus einfach mal eine Figur gegeben hat? Ziemlich früh in der Eröffnung und auch ziemlich simpel. Und dann hat er aber trotzdem noch irgendwas aus dem Hut gezaubert. Dame geht zurück. Sie hat auf A6 bzw. hier im schwarzen Lager nicht mehr so viel zu suchen. Und es kam Dame E6, verfolgt mehrere Ziele. Zum einen greift es ganz direkt hier den E4 an. Und zum anderen macht die Dame Platz für den Springer, der jetzt nämlich nach D7 wandern kann. Von wo aus er mehrere schöne Optionen hat, also entweder nach E5 und dann vielleicht nach C4 oder auch direkt nach C5. Das sieht alles erstmal ganz nett aus, zumal jetzt auch der Läufer natürlich noch mehr Wirkung entfaltet ohne den Springer auf F6. Ja, genau, wir haben die Partie zumindest kurz angeschaut. Ich glaube, es war nicht in der vorletzten, sondern in der vorvorletzten, aber noch nicht lange her, das stimmt. Ja, schön wäre natürlich, wenn Weiß es jetzt, wie Easy Rider auch vorschlägt, B3 und Läufer B2 schaffen könnte. Dazu fehlt ihm aber vermutlich die Zeit. Ich hätte gedacht, dass Schwarz das jetzt hier vielleicht direkt ausnutzen kann. Also wenn man Springer C5 spielt, dann muss die Dame schon mal an den C3 gebunden bleiben. Das schafft sie aber vermutlich auch mit Dame E3. Alternativ fällt mir hier noch D5 ein als Möglichkeit. Weil sobald der Läufer nach B2 geht oder auch jetzt schon, ist der Springer auf C3 gefesselt. Also das finde ich, sieht eigentlich ganz interessant aus. Mit der Idee, den E4 jetzt anzugehen, solange hier der Springer noch gefesselt ist. Wenn jetzt beispielsweise Läufer B2 kommt, kann man vermutlich hier schlagen. Er schlägt E4 und sich hier zumindest schon mal Material wiederholen. Ich finde es trotzdem eigentlich eine ganz interessante Idee, weil wenn jetzt Schwarz zwar das Material wiederbekommt, hat er aber nicht mehr die Kompensation, die er gerade noch hatte. Also der Läufer G7 ist jetzt neutralisiert durch den Läufer auf B2 und auch auf A- und B-Linie kann er jetzt nicht mehr so viel anfangen. Also die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut hier, die du genannt hast. Knecht Ruprecht nennt noch einen Vorschlag, wie man dagegen vorgehen kann. Ups, nee, das war eins zu weit. Ich wollte nach B8. Sieht auch nicht so verkehrt aus, wobei wahrscheinlich Weiß einfach Turm B1 spielen kann. Und jetzt ist Springer C4 erstmal wieder aus der Stellung. Vielleicht kann man aber das Ganze hier noch. Ich kann man auch jetzt, ich finde irgendwie D5 cool. Ich will mal D5 spielen, weil jetzt droht ja auch noch D4. Das sieht schon ein bisschen unangenehm aus. Ja. Also ich finde auch diese Stellung eigentlich ganz angenehm für Schwarz. Aber du hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, erst Springer E5 und dann D5 ist vermutlich stärker. In der Partie kam Läufer D2,
Hattet ihr ja vorhin auch mal vorgeschlagen als Idee, die Dame zurückzuziehen, Läufer D2, um hier den Punkt C3 auch zu überdecken. Aber jetzt geht natürlich Springer E5 nebst Springer C4 mit Tempo, wenn man so möchte, weil jetzt direkt der B2 nochmal angegriffen ist und jetzt mit Turm B1 gedeckt werden muss. Ich glaube, B3 geht hier jetzt wirklich nicht. Das sieht irgendwie so aus, als ob hier was weg ist. Vielleicht erst auch Schach. So. Schlagen Dame und irgendwie Dame irgendwo hin. Das sieht schon sehr unglücklich aus hier auf dieser schwarzen Diagonale. So, es sind ein paar Fragen im Chat. Turm B1, Springer A4. Achso, das bezog sich noch auf die Stellung von vorhin. Turm B8, Turm B1, C5. Ich glaube, ihr seid noch in der Stellung von vorhin. Da möchte ich jetzt aber nicht nochmal hinspringen. Bitte entschuldigt. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter in der Partiestellung. Also es kam Turm B1, Turm A8, greift direkt den nächsten Bauern an. Jetzt sehen wir schon, wie Schwarz hier Druck ausübt. Und es kam A4. Jetzt die Frage an euch. Tauschen auf D2 ja oder nein aus schwarzer Sicht? Auf D2. Also die Frage ist, soll Schwarz jetzt in dieser Stellung Springer schlägt D2 spielen? Ja oder nein? Ja, auf C3 auf keinen Fall. Da stimme ich zu. Ach, vielleicht auch unabhängig vom Thema. Turm E nach B8 ist auch eine gute Idee. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, aber Knecht Ruprecht schreibt gerade, die stärkste Idee ist, auf D2 zu nehmen und jetzt direkt Dame C4 folgen lassen, weil die Dame da wirklich sehr, sehr stark steht. Sie dominiert irgendwie die weißen Figuren, also der B-Bauer lässt sich jetzt nicht mehr bewegen, weil der C3 hängt. Generell ist der C3 hier irgendwie an... visiert von mehreren Figuren. Die Dame kann sich auch nicht so gut bewegen und Turm B8 läuft nicht davon, der kann dann auch später noch kommen. Schwarz hätte natürlich auch auf C3 schlagen können. Aber das wäre tatsächlich ein Tausch, den ich nicht gut gefunden hätte, weil man da jetzt seinen wunderschönen Läufer wieder hergibt. Natürlich hat man Material jetzt zurückbekommen und ich denke, die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Aber man profitiert nicht mehr von diesem starken Läufer, der tatsächlich den Weißen so unter Druck setzt und die Möglichkeiten, Bauern zurückzubekommen, durch Geben des Läufers,
die läuft einem nicht davon. Da kann man lieber noch so lange die Stellung verbessern, bis das Schlagen auf C3 dann wirklich auch eine richtig gute Option ist und man danach auch noch Vorteil hat. Es kam Turm D1 und Turm EB8. Ihr habt es schon vorhergesagt. Ich glaube, Bauernwalze wollte gerne Turm B8 sehen. Ist natürlich ein guter Zug und kam jetzt auch. Dame E3 hier von Weiß. Und ihr seht schon, es ist ganz, ganz schwierig für Weiß, hier irgendwie vernünftige Züge zu machen, weil alle weißen Figuren sind an irgendwas gebunden. Der Springer kann sich nicht bewegen, weil sonst der B2 hängt oder auch der A4 oder beide. Der Turm kann sich nicht bewegen, weil er den B2 decken muss. Der Turm auf D1, gut, der ist da gerade hingegangen, hat irgendwie auch keine besseren Optionen. Und die Dame ist auch so halb zumindest an den C3 gebunden und auch die hat keine großartigen Optionen. Weswegen hier jetzt auch Dame E3 kam, vielleicht einfach um zu schauen, was Schwarz hier so macht. Und Schwarz hat hingegen noch viel Potenzial, seine Stellung zu verbessern. Zum Beispiel mit Turm B4, wie es auch gerade kam. Jetzt sind irgendwie Läufer D4-Geschichten ganz unangenehm. Und der A4 ist nochmal belagert und Weiß muss sich schon wieder überlegen, was er mit der Dame macht. Es kam jetzt Dame G5. Eben um aus Läufer D4 rauszugehen. Aber Läufer D4 kommt trotzdem. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass Turm B4 nicht nur hier seitenweise Wirkung hatte, sondern eben jetzt auch die Turmverdopplung eingeleitet hat. Und jetzt der B2 tatsächlich nicht mehr zu decken ist. Und jetzt hat Schwarz es wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Zügen die Stellung, die natürlich Kompensation versprochen hat und sicherlich auch nicht schlecht war, aber hier in schon eine fast Gewinnstellung umzumünzen, weil dieser Druck von den schwarzen Schwerfiguren, insbesondere auch in Kombination mit dem Läufer hier, unglaublich stark ist. Und auch hier sehen wir wieder, dass der Springer auf C3, auch wenn er per se nicht schlecht steht, wieder dem Läufer total unterlegen ist, weil er sich einfach nicht bewegen kann und keine guten Felder hat, wo er sich hinbewegen kann. Ja, du hast natürlich recht, Bauernwalze, dass B2 an sich jetzt gar nicht so ein Problem ist, aber wenn B2 fällt, dann fällt auch alles andere. Weil wenn B2 weg ist, dann hängt C3 und sobald der Springer zieht, hängt A4 und hängt auch C2 und dann dringt Schwarz hier komplett in die Stellung ein. Die Grundlinie ist auch ein Problem, die zweite Reihe könnte ein Problem sein, also das möchte man nicht haben. Was die Engine sagt, kann ich dir verraten. Moment. Aber ich glaube, das tut gar nicht so viel zur Sache. Also ohne sie jetzt lange rechnen gehabt. Nee, rechnen lassen zu haben. Okay, das war kein Deutsch, aber auf jeden Fall minus 2. So, und jetzt mache ich sie wieder aus. Weil ich glaube, wenn wir einfach so schauen, sehen wir schon, dass die Stellung hier sehr unangenehm ist und auch schon ganz, ganz nah am Gewinn. Ach so, sorry, Bauernwalze, das kann man leider im Chat manchmal nicht so gut rauslesen, ob irgendwas ironisch gemeint ist oder nicht. So, Weiß hat jetzt hier auch sich dazu entschieden, diesen starken Läufer rauszuschlagen mit Turm schlägt D4. Ist vermutlich gar nicht die schlechteste Entscheidung, aber macht die Stellung natürlich nicht besser. Jetzt hat Weiß zwar nicht mehr das Problem hier auf den schwarzen Feldern, aber trotzdem noch jede Menge Probleme, denn der B2 fällt immer noch. Und auch hier, bis der Springer rüberkommt, dauert es wirklich noch sehr, sehr lange. Deswegen hat Weiß jetzt hier versucht,
am Königsflügel ganz schnell anzugreifen, solange die schwarzen Schwerfiguren noch am Damenflügel sind. Aber selbst die stellen den Weißen natürlich hier auch am Königsflügel vor Probleme. Und ganz konkret hängt jetzt auch erstmal der Springer auf C3. Falls der ziehen sollte, hat man immer Schwierigkeiten hier mit Turm B1. Dame D2 und Dame C5 mit der Idee, hier jetzt auch mal rüber zu schwenken und vor allen Dingen auch natürlich die weißen Pläne zu verhindern. Turm E1 ist jetzt sicherlich nicht der beste Zug in der Stellung, aber hier ist es auch schon wirklich schwierig für Weiß. Ich zeige jetzt einfach mal noch, wie die Partie zu Ende ging. Inzwischen ist es ja auch keine Themenstellung mehr. Schwierig mit dem H4. Weiß versucht jetzt hier noch den letzten Trumpf auszuspielen, nämlich den A-Bauern, der jetzt ja immerhin schon ein bisschen weiter nach vorne gekommen ist. Aber Schwarz nimmt sich hier erstmal den Bauern mit in aller Ruhe und stellt jetzt einfach den Turm davor und sagt sich, du kommst hier nicht weiter. Und das ist auch tatsächlich so, denn auch hier ist der Springer keine Unterstützung. Er hat einfach keine Möglichkeiten, hier weiter den Freibauern zu unterstützen. Ist erstmal Schach nach Dame C5. Und jetzt ist der A6 angegriffen, der sich deswegen nach A7 bewegt. Aber jetzt kann er nicht noch weiter vor und ist immer noch angegriffen von den schwarzen Figuren. Deswegen jetzt mal E5. Das hätte ich eigentlich schon etwas früher erwartet aus weißer Sicht, um endlich mal dem Springer hier ein Feld noch zu gönnen. Aber das Ganze ist jetzt schon etwas spät, denn auch wenn der Springer jetzt nach E4 kommt, ist da ja trotzdem noch weit und breit kein Matt zu sehen. Turm A4, weitere Idee von E5, dass man hier irgendwie über die vierte Reihe gehen kann. Aber Schwarz lässt es sich hier auch nicht nehmen, ganz in Ruhe und kontinuierlich die Stellung weiter zu verstärken. D5 wieder hier ein sehr starker Zug, um auch jetzt wieder den Springer hier einzusperren. Und nach Turm H4 kann Schwarz es sich jetzt auch leisten, auf A7 zu nehmen, denn Dame H6 beispielsweise wird einfach kein Matt. Also ich weiß jetzt gar nicht, was hier die beste Verteidigung ist. Wahrscheinlich nimmt man einfach hier und jetzt hat Weiß ja keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten in der Stellung und Schwarz hat einfach einen Turm mehr. Und deswegen ging es ja auch nicht mehr weiter in der Partie, sondern Weiß hat eingesehen, dass hier nicht mehr viel zu holen ist und hat aufgegeben. So, jetzt gucke ich mal kurz, was ihr so geschrieben habt. Ja, grausam, TFP, das stimmt natürlich. Weiß wurde ganz schön zusammengeschoben hier und auch das wieder wegen des starken Läufers. Auch hier wieder ähnliche Motive wie in den anderen beiden Partien. Welche Stellung stelle ich euch dann nochmal hin? Hier die am besten, das war noch recht am Anfang. Hier wurde das weiße Elend dann aber schon eingeleitet. Und dieser Läufer von G7 hat einfach die ganze Zeit die schwarzen Figuren unterstützt. Und hat eine sehr, sehr starke Wirkung entfaltet. Und Schwarz hat natürlich dann auch nicht den Läufer abgetauscht gegen den Springer später, selbst dann nicht, als er dadurch dann Bauern zurückgewinnen konnte, sondern hat einfach kontinuierlich den Druck verstärkt und am Ende dann die Ernte eingefahren. Ja, spannende Frage, wo war der Knackpunkt?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es war eine Reihe aus Ungenauigkeiten, die Weiß hier gespielt hat. Insbesondere Läufer D2 war auch schon nicht so ein guter Zug, weil das halt hier Schwarz ermöglicht hatte, dann auch mit Tempo mit dem Springer nach C4 zu kommen. Da fand ich eigentlich die Idee von euch gar nicht so schlecht, sich besser mit B3 vielleicht aufzustellen. Oder auch Läufer F4 wäre aus meiner Sicht besser gewesen, mit der Idee, dass man dann vielleicht direkt hier den Läufer schon gibt und jetzt Turm B1 beispielsweise spielt. Und hier ist Schwarz einfach nicht ganz so schnell und vor allen Dingen hat er nicht die Dame hier auf C4. Hier steht Weiß einfach noch etwas aktiver. Trotzdem hat Schwarz hier Kompensation, ohne Frage. Aber ich denke, hier hat Weiß noch bessere Möglichkeiten, um sich dann weiter zu entknoten, weil er einfach nicht ganz so stark dominiert wird wie in der anderen Stellung. Gut, wir haben auch schon wieder überzogen hier, sehe ich gerade. Deswegen schauen wir uns dann nochmal schnell das Fazit an. Und zwar zum Thema, wann ist der Läufer denn besser als der Springer? Also ich denke, was wir heute gesehen haben, dass insbesondere in offenen Stellungen, wenn die Läufer auch eine Diagonale besitzen, sind sie dem Springer in der Regel überlegen, insbesondere auch wenn Spiel an beiden Flügeln vorherrscht, weil, das haben wir häufiger gesehen, der Springer einfach nicht so schnell von einem Flügel auf den anderen Flügel hüpfen kann. Und häufig dann auch die Felder durch den Läufer sehr gut versperrt werden. Ganz besonders stark ist der Läufer eben auch, wenn er einen Angriffspunkt hat. Und das mit Angriffspunkt meine ich hier sowohl Bauern, wie jetzt gerade in der letzten Partie, den Bauern auf B2. Oder aber auch in der ersten Partie, den Bauern auf G7. Angriffspunkt kann aber auch sein, eine Felderschwäche, beispielsweise wie in der zweiten Partie, wo der Läufer da die weißen Felder am schwarzen Königsflügel dominiert hat und somit zum Angriffsziel hatte. Genau, das heißt für euch, wenn ihr schon die Situation habt, dass ihr einen Läufer gegen einen Springer habt, von der Materialkonstellation her, dann unbedingt Stellung öffnen, wie hier auch im ersten Beispiel mit D4, mit F4 direkt das Zentrum öffnen, damit der Läufer dann eben auch gut wirken kann. Und andersherum, wenn die Stellung schon offen ist und das Materialverhältnis noch ausgeglichen, dann scheut euch nicht, den Springer gegen den Läufer zu tauschen, damit ihr dann mit dem Läufer überbleibt und davon profitieren könnt, dass die Stellung geöffnet ist. So, das wär's für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen. War heute wieder recht viel. Wir haben uns ja 3 Partien angeschaut. Aber von den Prinzipien her ja recht ähnlich. Und so immer noch mal ein kleines Zusatzelement mit reingenommen. Nächste Woche widmen wir uns einem ähnlichen Thema, nämlich auch einem Materialungleichgewicht und werden auf die Materialkonstellation Turm gegen 2 Figuren eingehen. So, dann wär's das von mir für heute Abend. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns spätestens dann nächsten Montag wieder.